dieses umfangreiche Thema, welches den Titel Die Bedeutung der Schriften der Heiligen Väter für die orthodoxen Theologie trägt, birgt ein Risiko, ein großes Risiko, und zwar unter Zughilfenahme der eventuellen Prätension auf eine mehr oder weniger gelungene Synthese aller Fragen und Probleme der Patristik, dasjenige einer vereinfachten Darstellung von Fragen und Problemen der Theologie der Kirchenväter. Diese Prätension, eine Art, solche Synthese zu entwerfen, kann zu jenen Thesen führen, die nur etwas Abgehangenes und zu Allgemeines darstellen. Damit mein kurzer Vortrag nicht ins Uferlose gerät, bin ich gezwungen, mich über die zahlreichen Themen, Probleme der Patristik hinwegzusetzen. Wenn wir über dieses Thema sprechen, müssen wir den Kontext, in dem die Kirchenväter schreiben, deutlich sehen. Es gibt Verbindungen zwischen meinem Thema und dem Thema des nächsten Vortragenden, Herr Bischof Hiob, über die Wichtigkeit der Konzilien der Heiligen Väter. Und auch wenn wir über dieses Thema sprechen, müssen wir deutlich sagen, dass Heilige Väter keine Stubenhocker waren, die nur in seinem Zimmer gesessen haben und schreiben. Die Schriften der Heiligen Väter bzw. ihre Theologie beruht auf der Grundlage der christlichen kirchlichen Überlieferung. Was ist die christliche Überlieferung, die christliche Tradition, die heilige oder die wahre Überlieferung? Dieses Wort hat ja die Madrid Vasilie verwendet. Das werde ich versuchen, kurz uns vor Augen zu bringen. Im ersten Brief an Korinther im 15. Kapitel, Verse 3 und 4, haben wir ein kurzes Glaubensbekenntnis. Und hier der Apostel Paulus erwähnt Synonyme für Überlieferung. Und er schreibt, vor allem habe ich auch euch überliefert, was ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schriften, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12 und so weiter und so fort. Dabei verwendet der heilige Apostel Paulus zwei wichtige Worte. Ein Verb, paradidomi, im Aorist paredoka, bedeutet überliefern, tradieren, und auch das zweite Verb, paralambano, bedeutet empfangen, im Aorist elaron. Das heißt, die heilige Überlieferung, über die der heilige Apostel Paulus geschrieben hatte, ist keine Ideologie. Das ist die kirchliche Realität und beruht auf heiligen Mysterien. Wenn wir über die Kirchenväter sprechen, ich wage mich zu behaupten, dass der heilige Irenäus von Lyon sehr wichtig für unser Thema ist. Er hat 5 Bücher gegen die Gnostiker geschrieben, oder Gnostizismus war eine große Herausforderung als Häresie der alten Kirche. Sie haben gesprochen und geschrieben über das verborgene Wissen, über die verborgene Tradition, die nur in gnostischen Kreisen besteht. Und der heilige Irenäus von Lyon hat 5 Bücher geschrieben mit dem Titel Elenchos ke Anatropitis, Auslegung und Widerlegung des vermeintlichen oder angeblichen Wissens. So können wir übersetzen. In diesen Büchern hat er die Wichtigkeit der wahren Tradition hervorgehoben. Ich werde kurz ein paar Sätze aus seinen
Buch vorlesen, und zwar im Zusammenhang mit seiner Kritik an die Gnostiker, an die verborgenen Geheimnisse. Das waren Schlüsselworte des Gnostizismus. Die von den Aposteln in der ganzen Welt verkündete Tradition, schrieb der heilige Irenäus von Lyon, kann in jeder Kirche jeder finden. Das heißt, die heilige Tradition ist nicht nur besondere Menschen oder eine Sekte reserviert. Kann in jeder Kirche jeder finden, der die Wahrheit sehen will. Und wir können die von den Aposteln geweihten Bischöfe der einzelnen Kirche aufzählen und ihre Nachfolger bis auf unsere Tage. Denn wenn die Apostel verborgene Geheimnisse gewusst hätten, die sie in besonderem geheimen Unterricht nur die Vollkommenen lehrten, dann hätten sie die Geheimnisse am ehesten denen übergeben, denen sie sogar die Kirchen anvertraut. Das heißt, die Kirche ist Träger der wahren Tradition. Und die Kirche und Gottes Gnade ist Grundlage für die orthodoxe Theologie, für die Theologie der Kirchenväter. Theologie der Kirchenväter ist nicht Gymnastik des Verstandes. Einfach, die Theologie der Kirchenväter schließt ja überhaupt nicht die intellektuelles Engagement aus. Aber die Theologie der Kirchenväter beruht auf Grundlage der Gottes Gnade. Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Terminus technicus in die Waagschale zu werfen. Dieser Termin verwendet in seinen Scholien. Scholien sind Randbemerkungen. Die heiligen Väter, das war auch in der Antike, haben die Schriften der anderen heiligen Väter kommentiert und in Form der Notizen der Scholien. Es gibt auch Scholien und Hypomnimata. Hypomnimata sind private Notizen, aber Scholien sind offizielle und offizielle Randbemerkungen. Und es gibt eine wichtige Schrift von Dionysius Areopagita, Perimystikis Theologias, über die mystische Theologie. Und in dieser Schrift ein wichtiger Kapitel mit dem Titel Tis o Theos Gnophos. Was ist die göttliche Finsternis? An dieser Stelle eine kurze Erklärung. In der Bibel, im Alten Testament, bei manchen mystischen sozusagen Ereignissen, befindet sich Gott immer in göttlicher Finsternis. Zum Beispiel im Psalm 18, Vers 12, auch können wir lesen über Gott, dass er hüllte sich in Finsternis. Das ist die Grundlage für die sogenannte apophatische Theologie. Wir können als Menschen, als menschliche Natur fast nichts über Gott sagen. Aber auf Grundlage, dass Logos Mensch oder Fleisch geworden ist, Logos, können wir über Gott sprechen, und das ist kataphatische Theologie. Und es gibt eine Randbemerkung, eine Scholia von Johannes von Spitopolis im Zusammenhang mit dieser Schrift Tis o Theos Gnophos, was ist die göttliche Finsternis? Und Johannes von Spitopolis oder der heilige Maximus der Bekenner, das ist nicht klar in der Patristik, aber spielt keine große Rolle. Kataphasis ist die Logos Apophantikos. Kataphatische Theologie, positive Theologie würden im Westen sagen, aber das ist nicht gute Übersetzung dieses Ausdrucks. Aber Kataphasis, kataphatische Theologie, ist eine Aussage. Gestern haben wir über die Rezeption der antiken Schriften in antiken Christentums gesprochen, und Irina hat darüber vorgetragen. Und hier handelt es sich um ein Terminus technicus von Aristoteles. Logos Apophantikos, diesen Ausdruck finden wir in aristotelischen Schrift
Organon im Kapitel der Interpretationen, über die Interpretation, über die Deutung, und eine Aussage im Sinn der aristotelischen Logik ist ein sprachliches Gebilde, von dem etwas ist wahr, dann und nur dann, wenn diese Aussage können wir unmittelbar bestätigen. Zum Beispiel Boris sitzt, das ist wahr und nur dann wahr, wenn Boris wirklich sitzt und nicht spaziert. Und was ist Verifikation in der Theologie der Kirchenväter? Johannes von Skytopolis sagte, kataphatische Theologie ist mit der unmittelbaren Verifikation können wir behaupten über die Geheimnisse, über die kirchlichen Geheimnisse, Mysterien. Das ist sehr wichtig für die Theologie der Kirchenväter, weil sie sprechen und schreiben über die Realien. Diese Realien können wir als unwürdig immer noch Kinder im geistlichen Sinne dieses Wortes können wir nicht sehen, aber unsere Theologie sollten auf Grundlage des Vertrauens auf Kirchenväter beruhen. Und es ist interessant, ein anderer großer Kirchenväter, Gregor von Nyssa, in seiner Schrift über die Erstatung des Menschen sagte auf den ersten Blick, das ist Antinomie und im Gegensatz zum Johannes von Skytopolis, Theologie oder unsere exegetische Kommentare und Deutungen der Heiligen Schrift sind keine Aussage, kein Logos Apophantikos. Johannes von Skytopolis sagte, es ist Logos Apophantikos. Gregor von Nyssa, es ist keine Aussage. Die beiden haben recht, das sind nur Gegensätzlichkeiten auf den ersten Blick. Ja, die Theologie ist die Logos Apophantikos, weil die Kirchenväter über die Realien sprechen und können auf diesen Realien verweisen und leben und in Christo als die Kirchenväter, die Asketen. Trotzdem ist theologische Aussage keine Aussage im Sinn der aristotelischen Logik, weil wir nicht verifizieren können die Ergebnisse der theologischen Untersuchungen, wie ein Logiker einfach auf etwas verweisen kann. Es gibt einen Ausdruck von Ludwig Wittgenstein, hinweisende Definition. Ich zeige etwas und das ist eine unmittelbare Verifikation. Das heißt, das ist eine Aussage, aber trotzdem ist keine Aussage im Sinn der aristotelischen Logik. Die Kirchenväter verwenden die Begriffe der großen Philosophen, aber geben diesen Begriffen eine andere Bedeutung. Noch etwas würde ich sagen im Zusammenhang mit der Deutung oder der Interpretation der Heiligen Schrift bei Heiligen Vätern. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Und ich möchte nur die Deutung des Hoheliedes von Gregor von Nyssa erwähnen und zeigen, dass es sich bei dieser Auslegung, bei Auslegungen der Heiligen Schrift bei Kirchenväter, also handelt es sich nicht nur um die Deutung der literarischen, erzählenden Ebene der Heiligen Schrift. Das finden wir auch bei Philosophen, bei großen Interpreten. Aber die Kirchenväter sprechen auch über das mystische Verständnis der Heiligen Schrift. Kurz gesagt, das Hohelied oder Shir HaShirim, Pesmam auf Serbisch. Das ist ein wichtiges Buch im Alten Testament und viele Streitigkeiten über dieses Buch gab es in der Kirchengeschichte. Gregor von Nyssa unterscheidet und macht eine Unterscheidung zwischen dem äußeren und dem inneren Menschen und schrieb im Zusammenhang mit der Deutung des Hoheliedes. Es handelt sich auf der literarischen Ebene um eines, man kann sagen, erotisches Lied. Aber im Verständnis der Kirchenväter, die Worte Hohelied sind
für etwas Gehobenes. Zunächst müssen wir wissen, dass so wie das Kindesalter nicht zur leidenschaftlichen Liebe erregt wird, auch das Kleinkind und Kindesalter des inneren Menschen nicht zum Erfassen dieser Worte zugelassen wird. Das heißt, das Alter derer, die in Christus mit Milch genährt werden, nicht mit fester Speise. Und jetzt zum ersten Mal die vernünftige und truglose Milch begehren. In den Worten des Hoheliedes ist nämlich jene Speise enthalten, über die der Apostel sagt, die feste Speise aber ist für die Vollkommenen und verlangt Hörer, die entsprechend ihrer Fähigkeit, sie aufzunehmen, die Sinne darin geübt haben, Gut und Böse zu unterscheiden. Und Pointe, wenn aber jemand an den Text gerät, der bloß dem Fleische nach ein Mann ist, wird einem solchen Menschen aus dieser Schrift keine geringe Bedrängnis und Gefahr erwachsen, weil er es nämlich nicht versteht, die Begriffe der Liebe rein und mit unschuldigen Ohren zu hören, wird er alles, was er gehört hat, statt auf den inneren geistlichen Mensch fälschlich auf den äußeren und fleischlichen Mensch beziehen, sich vom Geist zum Fleisch hinwenden und in sich selbst die fleischlichen Begierden nähren und so weiter und so fort. Die Kirchenväter verwenden ein exegetisches Prinzip, platonisches exegetisches Prinzip, aber geben diesem Prinzip eine neue Bedeutung. Dieses Prinzip hat Platon in seinem Dialog Kratilos verwendet und er heißt Tropos tis didaskalias ton ondo, Weise der Belehrung über das Seiende. Das ist im Zusammenhang mit unseren Bemerkungen über die Aussage, über Logos Apophantikos. Wenn die Kirchenväter ein biblisches Buch deuten, verweisen sie nicht nur auf die bloßen Worte, sondern auf die Realitäten, auf Realien, die hinter diesen Worten stehen. Das haben oft zahlreiche Kirchenväter hervorgehoben, auch Markus von Ephesus und andere Kirchenväter. Wir sprechen über die Realien, nicht über die Worten. Klar, auf der literarischen Ebene verwenden Kirchenväter die sogenannte fachwissenschaftliche Kritik. Sie haben eine frühchristliche Schrift über die Tieren, Physiologus, das verwenden im Zusammenhang mit den verschiedenen Symbolen im Hoheliedes auf der literarischen Ebene. Aber auf einem gehobenen Niveau haben die Kirchenväter über die Mysterien gesprochen und geschrieben, die nicht nur die Ergebnisse ihrer intellektuellen Kräfte darstellen. Die beruhen auf die Grundlage der Gottesgnade. Und das ist sehr wichtig, wenn wir über die Kirchenväter sprechen. Die Kritiker des alten Christentums, Kelsos, er hat eine Schrift geschrieben mit dem Titel Logos Aliphis, der wahre Logos oder das wahre Wort. Er hat auch die Christen kritisiert für die anti-intellektuelle und anti-traditionelle Haltung. Er hat auch über die Tradition gesprochen, aber nicht über die heilige Tradition im Sinne der orthodoxen Theologie. Für diesen Kritiker des alten Christentums, die Tradition war nur Logos, alte Überlieferungen. Aber unsere kirchenväterliche Tradition, Überlieferung der orthodoxen Kirche, ist nicht nur die geschriebene einfach oder die mündliche Tradition, sondern beruht auf Gottes Gnade. Am Ende dieses kurzen Vortrags möchte ich die Worte des wichtigen Heiligen der orthodoxen Kirche aus dem 20. Jahrhundert,
Er war nicht gut gebildet im weltlichen Sinn dieses Wortes, aber auf Grundlage der Gottesgnade hat er viele Deutungen, viele Interpretationen uns vor Augen gebracht. Es handelt sich um heiligen Josef den Hesychasten. Und in seinen Briefen, im Brief 35, hat er geschrieben über die Gottesgnade, über die Grundlage der Theologie der Kirchenväter. Die Gnade des Sinneswandels, welche in denen wirkt, die sich bemühen, ist ein überliefertes Erbe der Väter. Es handelt sich dabei um göttlichen Wechsel und Tausch, wobei wir Erde geben und Himmel erhalten. Wir tauschen Materie und empfangen Geist. Diese Gnade wächst in dem Maße, in dem der Mensch fähig ist zu fassen, entsprechend dem Fassungsvermögen des Gefäßes. Diese Gnade heißt Gnade der Praxis, aber auch reinigende Gnade. Vater Justin hat gestern erwähnt, die Reinigung des Nus und Philokalia, philokalische Theologie. Also für dieses Wort haben wir kein entsprechendes Wort auf Deutsch und in anderen westlichen Sprachen. Nus, Reinigung des Nus. Die Praxis wird abgelöst von der Erleuchtung und dies ist das zweite Stadium, das heißt die Gnade der Erleuchtung. Das heißt für die Interpretation oder für die kirchenväterliche Theologie ist eine Reinigung von Nus ein unabdingbares Erfordernis. Nachdem also der sich bemühende Gut mit der Gnade der Praxis erzogen worden ist und unbegrenzt gefallen und wieder aufgestanden ist, folgt die Erleuchtung der Erkenntnis, die Klarheit des Geistes, wobei er die Wahrheit schaut. Das sind die Realien, über die wir gesprochen haben. Also Logos Apophantikos mit der unmittelbaren Verifikation verweisen die Kirchenväter auf die Wahrheit. Das können wir nicht sehen in unserem Zustand, aber wir können vertrauen auf Väter. Er schaut die Dinge, wie sie ihrer Natur nach sind. Das heißt, auf Grundlage der Gottesgnade nicht mit manchen erkenntnistheoretischen Utensilien. Ohne menschliche Kunst und Verfahren und Erwägungen. Jedes Ding verbleibt naturgemäß in seiner tatsächlichen Wahrheit. Wahrlich groß ist dieses Geheimnis, denn der Mensch sieht, was die Zunge eines Menschen nicht fähig ist, auszudrücken.